Da wandern sie los, gen Zirkus mit weiten Schritten. Für die Belohnung lassen sie sich nicht zweimal bitten. Und wie Banditen sich nun. Was ist denn das für eine Belohnung? Ich frag's doch mal. Lieber, anstatt sich anzuschweigen. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Dem Zirkus, das Mädchen ausgewählt. Doch Abby wird gefangen, wir bringen sie zurück. Wenn wir erst beim Zirkus angekommen sind, sind wir reich, so viel Gold für ein kleines Kind. Ruf für bare Münze, tauschen wir dich ein. Und du wirst wieder eingeschlossen sein. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Ob wir nun erwischt werden, ist uns egal. Sollen sie doch kommen, schmecken unseren Stahl. Das Mädchen wird wieder Kunststücke vollbringen, während wir hier draußen voller Inbrunst singen. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Sehr schön. Am warmen Lagerfeuer. Morgen früh laufen wir das letzte Stück und bringen dich endlich zum Zirkus zurück. Spottet Tonda in Richtung Käfig. Die letzte Nacht, die du noch in Freiheit genießt, lässt sie im Käfig. Bevor das Tor endgültig schließt. Na, die Ratten sind doch wieder da, die Mäuschen. Kann doch bestimmt wieder einen Apfel bringen. Ach, Abby, lass doch das Zappeln und Hüpfen sein. Dann fangen hier die Laterne. Inzwischen solltest du es besser wissen. Ich rede dir wohl nicht genug ins Gewissen. Na komm, das schaffen wir. Hat sich eben schon was bewegt. Oh, und ein neuer Follower. Sei gegrüßt, schön Dominik. Willkommen in der Eggdorn Community. Der Dominik von Kaleidos Cube, oder? Ja, jetzt kommt die größte Stelle. Nicht spoilern. Dominik. Es gibt einen Dominik bei den Entwicklern von Mix von Kaleidos Cube. Bist das du? Wenn ja, ist mir eine Ehre. Was hast du nur wieder angestellt? Denkst du immer noch, du wärst ein kleiner Held? Gelernt hat unsere Abby nichts, ist unsichtbar obendrein, weiß immer alles besser. Okay, ja, wir müssen. Ach du Schreck. Abby hat ihr Schicksal selbst gewählt, doch es ist das lang erwartete Ende, was wirklich zählt. Okay, das Ding verschieben können wir nicht. Den Eimer. Den Eimer. Können wir den irgendwie erreichen? Hier können wir nichts schieben, oder? Die Äpfel. Apfel nehmen. Apfelweitwurf. Ah, Apfelweitwurf in die. In die Tonne. Sehr schön. Und hier hoch. Raus aus dem Feuer. Die Flammen verbreiten sich rasend schnell. Selbst die Ratten fürchten um ihr Fell. Am Ende kommt alles, okay, wie es kommen muss. Schaut auf eure Heldin mit all ihren Flausen. Ist
doch nicht mehr als eine plumpe Banausin. Die Freiheit schenkt dem nichts, der Geschenke verschmäht und aus Eigensinn nur Stumpf und Unruhe sät. Zappel nur, Abby. Nun ist's bald wirklich aus. Der Zirkus war rein und umsorgt sie mit Speisen. Okay. Und dennoch brach sie aus, zu gefahrvollen Reisen. Zurück bleibt die Moral der Geschichte. Wer nie ein Wort des Dankes kannt, verbrennt sich an der eigenen Gier die Hand. Feuerrot. Die Flammen verbreiten sich rasend schnell. Selbst die Ratten fürchten um ihr Fell. Am Ende ich muss schwingen. Alles, und mich festhalten. Schaut auf eure Heldin mit all ihren was soll das? Lass los! Nein! Hör auf damit! Zappel nur, Abby. Nun ist bald wirklich aus. Die Freiheit schenkt dem nichts, der Geschenke verschmäht und aus Eigensinn nur Stunk und Unruhe sät. Muss den Faden greifen, oder? Abby, dass du nicht mal jetzt zur Einsicht kommst. Der Zirk macht dich nicht lächerlich. Es ist vorbei. Lass los! Die Fäden reißen. Zurück bleibt die Moral der Geschichte. Wer nie na, komm. Des Dankes kann, verbrennt sich an der eigenen Gier. Halt still. Na komm. Mach dich nicht lächerlich. Das kriegen wir hin. Letzte Chance. Du wirst es bereuen. Oh nein. Ich hab's fast. Und hops. Und festhalten. Letzte Chance. Du wirst es bereuen. Abby, lass sofort los. Nein. Nein. Unmöglich. Abby ist frei. Ja, schon abgeschafft am seidenen Faden. Sehr schön. Akt 4. Der Widerstand. Widerstand ist zwecklos. Wie es wohl weitergeht. Wir, Abby, ihr wollt bestimmt wissen, wie es weitergeht. Moment. Nein. Abby lag, Moment, habt Geduld. Okay, also, Abby lag und lag. Dann, was wohl jetzt passiert, wollt ihr wissen? Ja, sie... Das hat er nicht vorher gesehen. Okay, gut. Abby sie noch nicht gesehen. Auf. Abby richtete sich mühsam auf und fand zurück zum fand zurück in ihren Lauf. Ja, dann finden wir mal zurück in unseren Lauf. Die Welt um sie herum. Und der Erzähler weiß nicht weiter. Sie war zerrüttet und sie war zerrüttet, weil so lange schon der Krieg hier wütet. Ja, genau. Ein Krieg ist über das Land gezogen, weil sich irgendwelche Länder nicht vertrugen. Vertrugen. Wie ein dummes Kind läuft sie voran, weil sie es nicht lassen kann. Doch der Krieg um sie, erbarmungslos. Die Asche kalt, der Schaden groß. Jetzt hält uns gar nichts mehr auf, ohne die Fäden sind wir frei. Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch dem kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Krieg. Mit brutalem Geschrei haben sie alles. Wir können jetzt hier. Das ist das Geilste. Jetzt können wir hier durch und hier durch kleine Fäden uns mehr aufhalten. Geholfen tun. Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch den vorbei, wie ich hier nun können, nun
Die Fäden uns nicht mehr aufhalten tun. Schrei haben sie alles niedergefegt. Zurück bleiben Köpfe auf Speeren und ungestüm. Na komm, das müssen wir noch schaffen da drüben. Geholfen hat es ihr noch nie. Das müssen wir auch drüber schaffen. Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch den kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Ah, mit ja. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurück bleiben Köpfe auf Speeren. Die Lösung ist manchmal nichts, so nah. Okay. Wir können nach wie vor nur zwei Dimensionen laufen. Okay. Können wir hier schwingen irgendwie oder? Wir kommen noch niemals so schnell dahin, wenn wir jetzt hier. Ja, aber wie? Ich kann uns da an der Seil hängen. Das können wir auch nicht, wenn das so weit unten ist. Ungestüm wie eh und je, geholfen hat es ihr noch nie. Kann man Apfel werfen oder sowas irgendwo immer? Ein Stein, Felsen, den wir werfen können. Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch den Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurück bleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. Ich dachte zwar eher gegen den Enterhaken so was werfen, aber okay, wenn wir das jetzt hier auf den Stapel drauf werfen. Das so niedriger machen. Okay, jetzt hier hoch. Ich glaube durch das untere Loch kommen wir nicht durch. Können wir uns an dem Enterhaken nicht festhängen. Vielleicht können wir es hier. Wir können es hier greifen. Nein! Ha, da nahm verdammt. Die Reise wohl ein abruptes Ende. Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Oh, ich mag diese verschiedenen. Bauern ging es an den Kragen. Ich mag diese verschiedenen Abwandlungen von dem vom Soundtrack, vom Titel des Themes. Zurück bleiben Köpfe auf Speeren und nichts. Der Soundtrack ist wirklich awesome. Gut getroffen. Der war nicht schlecht. Ich dachte schon, der geht daneben. Sehr schön, jetzt können wir da unten bestimmt durch. Nur nicht in die Spitzen fallen. Dann müssen wir es normal machen. Jetzt halten dich keine Seilen mehr vom Sterben ab. Ist das Schlechte. Das Gute ist, sie ist frei. Ich kann jetzt auch durch diese Mauer durch, ohne von den Seilen aufgehalten zu werden. Schlechte ist, verkrieg dich nur, wenn sie wohin fällt. In dieser Welt gibt es kein Entkommen. Wenn sie reinfällt ins
Verderben dann ganz allein und ohne Hilfe. Jetzt rettet sich kein Erzähler mehr. Wild vor Zorn brüllt Hunger der Tyrann. Keiner da, der dich noch retten kann. Unbezwingbar in tosender Wut. Das sagte ich. Funken keiner, der sie retten kann. Glimmen die Glut. Geht in die Falle, wohin sie auch läuft. Dumm dreistes Mädchen, das sich selber täuscht.